Hallihallo, eine weitere Episode meines Spieleentwicklungstutorials. In dieser Episode geht es, wie in der letzten Episode schon angekündigt, darum, den Spieler daran zu hindern, dass der aus dem Fenster sozusagen rauslaufen kann. Ich führe es gerade nochmal aus. So ist es ja momentan und ich kann hier einfach auf der Seite raus und unten raus und auf allen Seiten einfach ohne Begrenzung hier das Frame verlassen und das ist natürlich nicht so wirklich schön. So, und darum geht es eben in dieser Episode, das zu verhindern. Zunächst mal müssen wir uns fragen, hey, was wollen wir eigentlich machen? Ja, habe ich ja gerade gesagt. Und daraus folgt direkt, dass wir natürlich im Player irgendwas machen sollen. Also, dass der eben gehindert daran ist, aus dem Spielfeld rauszulaufen. Und deswegen müssen wir hier in der Update-Methode etwas überprüfen. Und zwar läuft es folgendermaßen. Wenn ich hier nochmal ausführe, oben und links ist am einfachsten zu erklären. Die Position des Spielers ist ja die obere linke Ecke unseres Quadrats hier. Also jetzt ist es so ungefähr hier, keine Ahnung, irgendwie 10, 10, so circa. Weiter unten wäre es jetzt, keine Ahnung, 200, 200, wahrscheinlich mehr. Bin da ein bisschen schlecht beim Abschätzen, aber egal. Also auf jeden Fall nach unten, rechts immer mehr und so weiter. Und die X-Achse steigt ja nach rechts immer wieder höher. Und wenn wir hier angekommen sind, ungefähr so, genau, ist in der X-Achse des Spielers die Position 0 abgespeichert, ja, weil hier ist ja die Position. Und wenn wir jetzt weiter nach links rauslaufen würden, dann würde die Position an der X-Achse immer weiter ins Negative fallen. Also so wäre es vielleicht minus 25 und so minus 50 und so weiter. Und das müssen wir eben abfragen. Hey, ist die Position gerade in der X-Achse kleiner als 0? Wenn dem so ist, soll er einfach wieder zurückgesetzt werden auf 0. Ja. Das Ganze funktioniert wieder wegen diesem Modell. Also wir versuchen hier an der Stelle beim Berechnen nach links rauszulaufen, werden dann aber direkt wieder reingesetzt in unser Frame sozusagen und erst dann wird gezeichnet. Heißt, wir merken gar nicht, dass wir versucht haben, an der Stelle rauszulaufen. Und das mache ich hier einfach mal an der Stelle. If fposi x kleiner 0, dann soll fposi x gleich 0 gesetzt werden. Das war es im Prinzip schon für die linke Seite. Führen wir mal nochmal aus. Und ich versuche rauszulaufen und bumm, bleib stecken. Also ich habe immer noch das A gedrückt, oder beziehungsweise eben, dass ich nach links laufe, aber ich komme da an dieser Stelle nicht raus. An allen anderen vier Wänden natürlich immer noch. Da haben wir ja noch nichts abgefragt. Hier und da kommen wir immer noch alles raus. So, dann oben, das ist auch ganz einfach, das gleiche einfach noch mit der Position in der Y-Richtung. Also wenn if f plus y kleiner 0, dann soll f plus y gleich 0 gesetzt werden. Ist genau das gleiche, wie gerade eben auch erwähnt, wenn wir jetzt nach oben hier laufen, dann, wenn wir den Bildschirm verlassen würden, würde unsere Position in Y-Richtung eben kleiner als 0 werden, also negativ werden. Und von dem her, wenn wir hier auch abfragen, dann funktioniert das eben. Habe ich hier oben also auch festgelegt, dass das jetzt so geht. Gut, dann jetzt die zwei nächsten. Die sind etwas komplexer, weil wir haben da keine einfachen festen Werte sozusagen. Also hier ist einfach 0 und 0, ja, bei der linken und der oberen Seite. Hier ist es ein bisschen komplexer. Wie gehen wir das Ganze hier an und da unten auch. Naja, wann verschwindet denn unser Viereck ein bisschen aus unserem Frame? Das müssen wir uns hier jetzt zunächst mal fragen. Naja, zunächst mal brauchen wir die Breite des gesamten Fensters, das, und er ist dann raus, also ungefähr hier, das ist so ungefähr das Maximum, so ein bisschen abgeschätzt ist mit den Pfeiltasten bzw. WASD jetzt ein bisschen schwer, das abzuschätzen. Ja, so stimmt es ungefähr. Das ist das Maximum, das wir erreichen dürfen. Wenn wir weitergehen, dann soll er wieder geblockt werden. Und wann ist es? Naja, wir gucken uns die Breite des gesamten Fensters an, das ist ja in unserem Fall 800, und ziehen davon die Breite des Spielers ab. So kriegen wir dann wieder diesen Punkt hier. Das ist einfache, ja, einfache Geometrie sozusagen. Wir haben da eine Linie in der Richtung und um an den Punkt zu kommen, müssen wir die Gesamtlinie minus diese Breite von dem Spieler nehmen. Ganz einfach, sollte jedem von euch, denke ich mal, klar sein.
Und wie machen wir das hier am besten? Naja, wir könnten entweder sagen, einfach wenn die Position in x-Richtung größer ist als 750, dann soll es wieder auf 750 setzen. Das ist aber natürlich ein bisschen unschön, da haben wir dann wieder so eine Magic Number und so drin. Deswegen sage ich hier einfach mal im Konstruktor, hey, wir erwarten die Breite und die Höhe des Fensters, dann können wir es ein bisschen schöner setzen. Und zwar nenne ich die zum Beispiel mal int world size x und int world size y. Und das soll dann hier in zwei Attributen gespeichert werden, private int world size x und private int world size y. Als world size bezeichne ich hier jetzt, also Weltgröße sozusagen, bezeichne ich hier einfach die Größe unseres Fensters. Das ist hier damit gemeint. Und dann setze ich hier this.worldSize x ist gleich worldSize x und das gleiche noch mit this.worldSize y ist gleich worldSize y. Das mit dem this kennt ihr ja alles schon aus meinem Basic Tutorial. So, und jetzt, wo ich die Breite und die Höhe des Fensters habe, kann ich hier in der Update-Methode eine Berechnung, eine kleine durchführen. Und zwar if f-Position x, x, nicht y, x größer als die Breite unserer Welt, also unserem Fenster, ist also Herrgott, nochmal, World Size x. Minus die Breite des Spielers. Die Breite des Spielers haben wir ja hin in unserem Viereck abgespeichert, also Bounding Punkt Width. Ja. Also wenn die Position x größer ist als die World Size in x-Richtung minus die Breite des Spielers, dann soll gesetzt werden f Position x ist gleich World Size x minus Bounding Punkt Width. So. Und das genau gleiche machen wir dann einfach Copy-Paste kurz und machen das mit Y. Dann müssen wir hier Y machen. Also wenn die Position in Y-Richtung größer ist als die World Size in Y-Richtung und die Bounding Punkt Height. Height und Width, also Breite und Höhe unseres Vierecks sind natürlich hier in unserem Programm immer gleich, aber es könnte ja sein, dass wir später das ein bisschen anders machen wollen. Von dem her, so ist der Code einfach am besten, dass eben wartbar ist sozusagen, beziehungsweise veränderbar. Und dann eben noch bei Pos Y und hier World Size Y und hier auch wieder Height. Gut. Und wenn wir das jetzt ausführen, dann haben wir leider immer noch ein kleines Problem. Oh, na, okay, natürlich haben wir jetzt zunächst mal ein Problem, das habe ich vergessen. Hier müsste ich ja an den Spielern noch in dem Konstruktor. Ich erwarte jetzt hier zwei neue Werte, World Size X und World Size Y. Die übergebe ich hier natürlich noch. 800 und 600. So. Und jetzt kann ich das Ganze so machen, indem ich das mal ausführe und dann erwartet uns allerdings noch ein Problem. Also links funktioniert's, oben funktioniert's, rechts, ja, geht ein bisschen zu weit raus, wirkt es zumindest. Aber unten sieht man es ganz deutlich, hier geht er viel zu weit raus, ungefähr die Hälfte des Spielers geht er zu viel aus diesem Fenster raus. Woran liegt das? Naja, wenn wir hier ein Frame erstellen und dem sagen, dass die Size auf 800 und 600 gestellt werden soll, dann nimmt er hier für 800 und 600 auch diese Title Bar, diesen Rand sozusagen um unser Fenster herum. Ja. Da könnten wir jetzt theoretisch abmessen, genau wie viel das jetzt ist. Das ist aber nicht die wirklich schöne Variante, denn das ist von Betriebssystem zu Betriebssystem anders und so weiter. Darauf gehe ich allerdings jetzt hier in dieser Serie nicht mehr so weit ein, denn ich will in irgendwann den kommenden Episoden einfach direkt auf Vollbildspiele eingehen. Und bei Vollbildspielen haben wir dieses Problem nicht mehr. Also, von dem her, ja. Wenn es euch jetzt in dem Moment ganz arg stört, dann messt einfach aus, wie viel größer ihr das Fenster eigentlich braucht. Also, wie gesagt, in Y-Richtung vor allem, das sind 600, misst er von oben hier nach unten da, das sind 600. Aber unser Fenster hier drin soll ja eigentlich 600 groß sein. Und deswegen müssten wir das Frame ein bisschen größer machen als die 600.
Aber wie gesagt, da gehe ich nicht zu weit ein in dieser Serie, denn wir kümmern uns recht bald um Vollbildspiele. Und die sind ja eigentlich das, was man entwickeln möchte. Einfach aus dem Grund, dass der Spieler bei einem Vollbildspiel viel besser in das Geschehen reingezogen wird als bei einem Fensterspielchen. Gut, das war's schon wieder so im Groben zu dieser Episode und zu der Begrenzung von unserem Spieler, dass er eben nicht mehr rauslaufen kann. Ich hoffe, es hat wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal.